Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Sims 4 in der Full House Challenge. Und unsere liebe Phyllis Corley ist am Duschen, wie ihr seht. Könnt ihr es sehen? Ich auch nicht. So, jetzt aber. Ja, wir hätten eigentlich da aufgehört, aber das kann ja das Spiel irgendwie nicht verarbeiten. Aber es ist ja auch egal. Ich habe gerade Laken einschnüren gelesen. Ich verlese mich in letzter Zeit etwas häufiger, muss ich sagen. So, es gibt hier wieder so eine Tante, die man rufen kann mit dem Handy. Warte, ich guck mal, wie sie heißt. Jasmin Holiday. Aber ich werde das für das Let's Play nicht nutzen. Weil das für mich einfach wie so ein Cheat ist, ehrlich gesagt. Und deswegen einfach nein. So. Wir müssen mal gucken, was wir jetzt noch machen müssen. Also wir haben jetzt ja bald Halbzeit erreicht. In 5 Sim-Tagen. Das heißt, ich tippe mal, wenn wir mit ihr wieder starten, können wir hier Geburtstag feiern mit allen. Ja, wir sind hier 2 von 4. Das heißt, wir werden sie einfach Bücher noch schreiben lassen. Hier ist sie Level 7. Wir müssen noch Schreiben und Logik ein bisschen erreichen. Und sie hat Kochen vollständig. Wie ziemlich viele andere Sims auch. Das heißt, wir sind gut im Schnitt. Und das ist auf jeden Fall zu schaffen. Ich habe es ja in der Doppelhaus-Challenge mit Livos auch geschafft, in normaler Spielzeit die Karriere auf Level 10 zu bringen. Also wir kriegen das schon hin. So, sie ist inspiriert genug, um sich hier dran zu setzen und ein Buch zu schreiben. Und zwar Fantasy. Da wird sie bestimmt mit Spaß bei haben, weil sie liebt ja Schreiben, Sachbuch. Also in der Phyllis, die wir uns ausgedacht haben, oder ich, hätte sie auf jeden Fall Spaß daran. Und wir schauen mal, ob das im Game jetzt auch so ist. Der mechanische Jahrmarkt, ja. Fantasy-Buch. So, mal gucken. Was benutzte Kleidung, weil benutzte Wäsche anhat. Ah, also wenn man nicht regelmäßig wäscht, dann haben die auch benutzte Kleidung an. Das ist ja interessant. Ja, ich freue mich schon auf den Geburtstag, weil dann kommt das Umstyling. Da tippe ich mal, dass ich einfach nur so vorher-nachher Dinge aufnehme, weil bis ich die umgestylt habe und so. Da kann ich bestimmt 5 Parts mitfüllen und das will ich euch echt jetzt nicht antun. Da möchte ich das lieber in Ruhe machen und nebenbei mich vom Ventilator beventilatoren lassen, weil es einfach echt warm ist. Ich habe gelesen, das ist der wärmste Mai seit 129 Jahren. Und das sollte ja schon was heißen, ne? Sie findet es eigentlich auch okay, benutzte Kleidung zu haben, so wie das aussieht. Aber gut, warum nicht? Ich weiß noch, wie wir hier angefangen haben mit einem Billigbett im Raum. Wobei wir jetzt mittlerweile auch diese Campingbetten hätten. Das wäre auch richtig geil. Ah, so. Die Polizei ist Claire dicht auf den Fersen. Sie macht einen Sprung. Leistungsverbesserung. Als Claire das Fluchtauto in einem perfekten Bogen über die Brücke segeln lässt, bereut sie, dass sie sich nicht diese ulkige Hupe geholt hat, um diesem Moment noch mehr Klasse zu verleihen. Also es kann auch gut ausgehen. Das ist schön. So, Phyllis hat endlich Level 8 erreicht. Das ist schön. Wir müssen mal so eine Homeless-Challenge nochmal machen. Also ich habe ja die Obdachlosen-Challenge. Die muss ich mal weiterspielen. Wir können hier im Garten irgendwann nochmal was machen. Den Pool haben wir jetzt ja im Keller, ehrlich gesagt. Deswegen brauchen wir den da gar nicht mehr. So, die Sache mit dem I. Imaginäre Zahlen und du. Ich habe überlegt, dass wir die Full House Challenge, wenn alle abgeschlossen sind,
dass wir Fuller House Challenge machen. Ich fand das voll geil, ne? Also, die haben ja Full House und dann gab es Fuller House, diese Serie. Und also das führt dann weiter so 20 Jahre später oder so. Und sowas möchte ich hier auch gern machen. Deswegen einmal die Full House Challenge, wo wir jetzt ganz viele Leute drin haben, wo halt 8 Menschen drin sind, was halt auch an die richtige Full House Challenge angelehnt ist, was gar nichts mit der Serie zu tun hat. Und in der Fuller House Challenge würde ich das gern so machen, dass wir ja mal gucken, hier werden ja irgendwelche Leute sterben, denke ich mal. Dann können wir nämlich noch ein Kind adoptieren. Und dieses Kind, das wird hier so herzlich aufgenommen, dass es beschließt, hier ein Kinderheim draus zu machen oder so. Beziehungsweise sie adoptiert dann 7 Kinder. Und das wird auch die Challenge. Das heißt, wir werden 7-mal adoptieren, dann diese Kinder anpassen. Und die sind dann alle gleich alt. Das war so der Plan, ne? Dass wir dann mal schauen, dass wir das so hinkriegen. Und dann ist das die nächste Full House Challenge, dass wir die Kinder diese ganzen Bedürfnisse da hochkriegen. Das ist dann die Fuller House Challenge. Das wäre mal eine geile Idee. Aber dafür, also eine Person, das wird echt heftig. Wir gucken mal, wie gut das funktioniert. Oh, dieser Durstlöscher ist so geil. Granatapfel-Zitronengeschmack, ja. Ich habe überlegt, nimmst du jetzt mehr davon mit? Und dann so, nee, hinterher schmeckt der nicht. Aber eigentlich kenne ich mich und ich weiß, dass ich das geil finde. Warum habe ich nicht mehr davon mitgenommen? Aber gut, ich kann ja noch mal zum Rewe fahren, aber vielleicht gibt es die dann nicht mehr für 49 Cent im Angebot. Ich habe früher an der Schule mir immer Durstlöscher gekauft. Das war immer echt geil. Glaube, nach dieser Folge muss ich erstmal pinkeln gehen. Weil ich finde, irgendwie diese Limonadengetränke, die gehen direkt in die Blase. Ich habe so das Gefühl, die fließen durch den Magen einfach durch und gehen direkt in die Blase, ey. Oh, wir haben ja den Garten, den wir mal ernten könnten. So, jetzt hat sie ja so viele Bücher mal wieder. Was für eine Errungenschaft. Phyllis hat schon wieder Bücher geschrieben, Mensch. Gut, dann verkaufen wir mal. Sie hat einen Bestseller geschrieben. Das Buch mit den imaginären Zahlen. Das verkaufen wir auch mal in einen Verlag. So. Bescheidene Tantiemen, okay. Wenn sie mega berühmt ist, kann sie noch ganz viele Bücher rausbringen. Das ist kein Problem. So, sie ist aber langsam mal müde und sowas. Und in 6 Stunden muss sie zur Arbeit. Das heißt, du darfst jetzt erstmal schlafen gehen. Weil wir jetzt ja gleich eh wechseln müssen zur lieben Claire. Warum hat die einen Hut auf? Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das ein Verbrecherhut ist. Okay, wahrscheinlich kann mir das Spiel das doch erzählen. Aber gut. Ich finde ja auch immer interessant, dass Sims eigentlich nie langweilig wird. Ich muss mal durchrechnen, weil es gibt im Moment dieses Jahreszeitenpaket für 25 Euro irgendwo zum Vorbestellen im Angebot. Auf hier irgendwelchen komischen Seiten mal wieder, ne? Also. Okay. Ja, alles klar. Wie sie da sitzt, ey. Sie muss mal aufs Klo. Vielleicht solltest du das erstmal tun. Dann ersetzen wir das. Wir haben jetzt genug Geld, dass wir das einfach mal so machen können. Und danach geht sie mal erfrischend duschen. Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Dann geh halt erst erfrischend duschen. Immerhin hat sie jetzt diesen komischen Schmarrn nicht mehr an, ja. Dann werden wir nämlich mal eine Runde ernten gehen und dann unsere Freunde der Gartenarbeit
beschäftigen lassen. Boah, das nervt mich richtig, ne? Victor muss dann auch mal zur Arbeit. Der Roboter kommt vorbei. Beamt er jetzt das Wasser weg? Bitte. Nee, er geht einfach weg. Er registriert, da ist Wasser. Okay, dann kann ich wieder in meine Station zurückkehren. Weil für Wasser bin ich ja nicht zuständig. Alles ernten. Nein, Claire, du musst ernten. Und da musst du echt mal Sport machen. Das geht gar nicht. So gemeine Interaktionen. Dieser Roboter ist echt für nichts, ne? Eigentlich irgendwie, weiß ich nicht. Er geht erstmal baden vor der Arbeit. Ich würde gefühlt auch jeden Morgen extra früher aufstehen, um eine Morgenbadewanne zu nehmen. Aber mit langen Haaren ist das ja immer scheiße, ne? Ich meine, da kannst du nicht mal eben duschen mit langen Haaren. Und dann gehst du da einmal mit dem Tuch lang und dann sind die trocken, ne? Nee. Ey, die hat hier zweimal den mechanischen Jahrmarkt veröffentlicht. Und zweimal die Sache mit dem I. So. Ja, Mensch, das sieht doch gut aus. So. Dann gehst du nämlich mal schlafen. Und der Rest des Haushaltes wird jetzt sauber machen und Gartenarbeit machen. Da bin ich nämlich auch sehr für. So. Ich wollte eigentlich mal gucken. Da. Gruppenvorteile kaufen. Sauber machen. Wir haben Gärtnern hier schon gekauft, ne? Was ist das? Kräuterkunde-Boost. Ja, nee, das können wir irgendwie auch nicht gebrauchen. Oh, wir können dann für Kindergruppe machen, ne? Stimmung, starker Zusammenhalt. Stärkster Zusammenhalt. Dann brauchen wir das ja gar nicht, oder? Gruppenklima sehr selbstsicher. Nein, das brauchen wir nicht. Wobei wir, glaube ich, erstmal das kaufen müssen, bevor wir das kaufen können, oder? Gruppenklima energiegeladen wäre auch mal eine Idee. Traurig. Aber energiegeladen kann man besser Haushalt machen. So. Weise investiert. Energie geladen, ne? Das geht. Ey, diese Gruppen sind eigentlich voll schlau. Mich hat ja Sarah erst auf die Idee gebracht. Du sollst schlafen gehen, du Truller. In die Fresse. Wo sie dann anfing mit, mach doch so eine Haushaltsgruppe. Also nochmal danke, liebe Sarah. Dank ihr bin ich nämlich jetzt auf diesen Gruppengeschmack gekommen, dass man das für sowas echt gut nutzen kann. Und ich wäre da nie auf die Idee gekommen, das vorher zu machen, ja. Dass man zum Beispiel für Haushalt, dass man die Leute dann damit beauftragt, dass sie dann auch den Haushalt machen, ohne dass man das hier ständig anklicken muss quasi. Oder einfach Sport machen, wenn wir halt so einen Sportraum haben, ne. Das kann man dann auch für die Vampir-Challenge mit dem Typen da machen. Mit Ace. So. Ich muss mal eine ganz kurze Pause machen. So hat auch niemand gemerkt, ne? Eine kleine Pause. Ich muss jetzt noch mal einen Schluck hier von meinem Durstlöscher nehmen. Ah. So. Eigentlich musste ich einfach nur wirklich richtig dringend auf Toilette. Und dann war die Waschmaschine aber schon fertig und dann habe ich die jetzt noch schnell aufgehangen und die neue reingeschmissen. Und dann habe ich das nachher nämlich auch erledigt, alles vom Overwatch-Stream. Ja, ich werde angerufen, Mensch. Da gehe ich doch mal aus meinem Zimmer hier unten raus, ins erste Stockwerk, ins zweite. Stell mich dahin und telefoniere dort, weil ich dort ungestörter bin als hier in meinen eigenen vier Wänden.
Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 Wände. Oder in meine eigenen 6 Wänden so. Wobei wir hier eine Abknickung haben, ne? Die habe ich jetzt gar nicht mitgezählt. Aber egal. So, die Haushaltsfreunde dürfen machen. Warum telefoniert sie denn? Ach so, wir müssen bei den Leuten ja mal einstellen, dass sie fleißig arbeiten mittlerweile. Ich fast vergessen. So. Aber liebe Lilly, du sollst Haushalt machen und nicht telefonieren. Aber irgendwie checkt die das nicht so, kann das sein? Wir müssen noch das Ableben eines Sims erleben. Verhungern. Wir müssen jemanden im Keller einsperren und den da ja umkommen lassen oder so. Sonst ist es nämlich, glaube ich, ein bisschen strange. Wir könnten auch versuchen, jemanden ertrinken zu lassen. Dann lockt Claire den in den Keller, in den Pool. Dann bauen wir so eine geheime Kammer hin. Dann geht Claire mit dem hier schwimmen. Dann geht Claire mal kurz raus, weil sie sagt, sie trinkt kurz was. Fährt dann heimlich die Wand nach oben und dann muss derjenige da qualvoll ertrinken. Und dann kann Claire zugucken. In den letzten Trainingsstunden vor einem Spiel entdeckt Damien ein bisher noch unbekanntes Exploit in der Wettbewerbsversion des Spiels. Er kann es während des Wettkampfs zu seinem Vorteil nutzen oder allen davon erzählen. Wir machen mal Vorteil. Leistungsverbesserung. Sehr schön. Ja, so läuft das, ne? Okay, du darfst aber mal aufstehen. Gehst aber auf die Toilette. Ich trinke nochmal einen Schluck. Also dieser Durstlöscher ist so geil, ne? Ah. Zum Glück wollte ich heute nirgendwo mehr hin. Weil ich jetzt schon ein bisschen durchgeschwitzt bin, gefühlt. Aber so eine Dachgeschosswohnung ist auch einfach scheiße. Und wenn man hier gerade so ein bisschen Haushalt dann eh noch macht, dann ist noch schlimmer. Hier die Blumen sind gegossen und bearbeitet. Aber hier liegt noch ein bisschen Geschirr. Aber ich würde sagen, wir können die Versammlung trotzdem enden lassen, nachdem die Gruppenpunkte gut geschrieben wurden. Hallo? Ja, dann halt nicht. Doch, jetzt wurde es okay. Dann darfst du jetzt nochmal da schnell aufräumen. Du musst echt gleich Sport treiben. Es tut mir leid, aber nee. Verdorbenes Essen aussortieren. Wäre mal ein Plan. Ah. Willst du mich verarschen? Du sollst das hier auch wegräumen. Dabei habe ich noch nicht mal irgendeinen Cheat eingegeben, ja? Das kotzt mich jetzt ja schon an, ne? Reset Sim Claire Summers. Kannst du jetzt bitte in Ruhe aufräumen? Ja, okay, dann hat sich das auch geklärt. Und dann ess mal ein Stück Torte. Das ist der beste Plan, den du haben kannst, wenn du gleich Sport machen möchtest. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen als einfach so ein bisschen Torte. Also sie macht hier ein bisschen Yoga. Vielleicht sollten wir die mal umdrehen, dass die mit dem Blick nach hier gucken. Okay. Mach aber erstmal hier Training. Und das schadet, glaube ich, nicht. So, die ersten sind schon wieder zu Hause. Ja, sie sieht nämlich so aus, als ob sie das echt mal gebrauchen könnte, ehrlich gesagt. So, während sie qualvoll vor sich hinschwitzt, werden wir den Part beenden. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben.
Und damit schau und bis zum nächsten Part.